Sie war unsichtbar, die Mauer, die seit 1961 hier an der Ostseeküste errichtet wurde. Unsichtbar, aber höchst effektiv. Die 11 Meter hohen Betonwachttürme zum Beispiel. 38 gab es, ausgerüstet mit Suchscheinwerfern und später auch Radargeräten. 5000 Fluchtversuche sind registriert, nur 600 endeten glücklich im Westen. Genau hier in Fulgen bei Kühlungsborn ging der Rostocker Arzt Peter Döbler am 26. Juli 1971 bei 19 Grad Wassertemperatur in die Ostsee. Er hatte seine Flucht 2 Jahre lang gründlich vorbereitet. Hier gab es damals noch keine Scheinwerferanlagen, noch keine keine Sichttürme. Und von hier hatte noch niemand die Flucht bis dahin erfolgreich versucht. Und hier fühlte ich mich ein für sich sicher. Ich habe hier mehrfach getaucht und geangelt und kannte die Kontrollen hier und die waren nicht erheblich. Eine sportliche Höchstleistung nahm ihren Anfang. Ich habe also gemeint, ich müsste erst von der Küste entsprechend wegschwimmen und bin also etwa 5 Meilen nach Norden geschwommen und habe von dort aus dann Kurs auf Fehmarn genommen. Ich hatte mir das vorher ausgerechnet, wie viele Stunden ich etwa brauche, auf der Karte dann den Kurs berechnet. Und ich bin im Prinzip nach 25 Stunden auch dort angekommen, wo ich hin wollte. Ich hatte mich durch autogenes Training auf die Tour vorbereitet und war 2 Jahre, habe ich alle Fälle, die passieren konnten, selbst gedanklich gespielt. Außerdem hatte ich Appetitzügler genommen, die wirken als Dopingmittel und machen euphorisch. Man hat also immer eine gute Stimmung, wird nie pessimistisch. Man muss natürlich entsprechend damit umgehen, muss das ausprobieren, aber ich hatte im Prinzip keine Probleme auf der Tour dann. Und er hat es geschafft. Andere versuchten es mit einem selbstgebauten Holz-U-Boot oder auf Surfbrettern. Eine Erfindung, der Aquascooter, steht heute im Museum am Checkpoint Charlie in Berlin. Das aus einem Hühnerschreckmotor gebaute Gerät wurde später sogar patentiert. Einen Prototyp davon haben auch Christine und Bodo Müller in Travemünde. Die besten Kenner der Fluchtversuche über die Ostsee. Ihr Buch ist schon in mehreren Auflagen erschienen und immer noch erfahren sie neue Fakten. Dabei war ihnen die Brisanz ihrer Arbeit zu Anfang gar nicht klar. Zuerst entstand die Idee daraus, also ein Buch in der Abenteuerserie zu machen. Aber es hat sich bei den Recherchen dann doch herausgestellt, dass es waren ja nicht bloß Abenteuer, das haben wir ja auch am eigenen Leibe gespürt. Da ging es also wirklich ich sag's mal so pathetisch, wie es ist, um Leben und Tod. Bei der Grenzbrigade Küste wurde über jeden Fluchtversuch genau Buch geführt. Angaben zur Person, Orte, Fluchtfahrzeuge. In einem Papier von 1968 eine ganz besondere Bilanz. In 5 Fällen musste zur Durchsetzung der Grenzordnung die Schusswaffe angewandt werden. Eigentlich ist jeder Fall irgendwo sehr beeindruckend. Aber als ich dann im Archiv saß und zum Beispiel diese operative Tagesmeldung von 1979 hat die Nummer 182 in die Hände bekam, da war ich schon ziemlich schockiert. Die dokumentiert den Fluchtfall der Familie Balzer. Sie haben ein Faltbootkatamaran gebaut, das heißt, diese üblichen DDR-Zweisitzer-Faltboote haben sie mit Streben verbunden. Ich vermute, damit sie sich gegenseitig nicht verlieren. Aber sie sind in einen heftigen Sturm gekommen und hatten wahrscheinlich dadurch keine Chance, die Flucht erfolgreich zu beenden. Alle 5 sind ertrunken. Für insgesamt 50 Flüchtlinge aus der DDR war das dänische Feuerschiff Gezeref die Rettung. Das heutige Museumsschiff in Kopenhagen lag bis 1975 zur Kennzeichnung einer Untiefe auf halbem Wege zwischen Rostock und Gezer. Man konnte fast die ganze Küste vom Darß bis Warnemünde sehen. Nachts konnte wir die Scheinwerfer sehen. Da war sehr viel Licht. Wir konnten fast Zeitung lesen beim Scheinwerferlicht. Und einige der Flüchtlinge hat Nils Gartig dann fotografiert, wenn sie glücklich neben ihren mehr oder weniger perfekten Fahrzeugen an Bord in Sicherheit waren. Eine kam auf eine Luftmatratze. Er war Förster und was er gemacht hatte, weiß ich nicht. Aber er durfte keine Waffe haben, also Jagdwaffe. Und deswegen wollte er weg und kannte überhaupt nicht die Ostsee und hat eine Luftmatratze gekauft und dann ein Paddel.
und kam glücklicherweise beim schönen Wetter. Und immer, wenn einer an Bord gekommen war, bestellte Nils Gartig Proviant beim Postboot. Dann wussten seine Kollegen an Land, ein Flüchtling sollte abgeholt werden. Bei Volksmarine und Grenzbrigade Küste aber galt jede gelungene Flucht als Niederlage. Sollten sie doch die Seegrenze nach außen vor dem Klassenfeind und nach innen vor den Flüchtlingen absichern. Und so wurde die Überwachung immer mehr perfektioniert. Insgesamt haben 189 Menschen bei der Flucht über die Ostsee ihr Leben verloren. Die Dunkelziffer jedoch ist groß. Mindestens 11 unbekannte Ertrunkene, die an der Insel Möhen angeschwemmt wurden, haben auf anonymen Aschefeldern in Kopenhagen ihre letzte Ruhe gefunden.